Same old thing. Was ist unsere Seele? Wo ist sie? Wann entsteht sie? Schlüpft sie in den Menschen, wenn er geboren wird? Ist sie bereits ein Teil seines sterblichen Fleisches, wenn er auf die Welt kommt? Ist die Seele gesund und wird es im Lauf eines Lebens krank? Ist die Seele schon blass und schwach, wenn sie mit einem Menschen geboren wird? Unsere Seele ist wie eine Schmetterlingspuppe. Sie ist eine einzige Entwicklung, eine Wanderung, eine Reise. In ihr ist alles enthalten, was uns ausmacht. Sie bindet sich an denjenigen, der sie stützt und ihr Schutz gewährt. Sie stirbt, wenn man sie verwundet. Unsere Seele und der Weg, den sie geht, ist eines unserer letzten großen Geheimnisse. Wir erforschen sie, sezieren und analysieren sie. Doch werden wir uns all der wunderbaren, schrecklichen und unvergleichlichen Dinge, zu denen sie uns Menschen animiert, niemals völlig bewusst werden. Von Victor Hugo. Nein, bitte nicht. Gehen Sie weg. Mit ohrenbetäubendem Krachen fiel eine Tür ins Schloss. Schritte, dumpf und hart, halten sie in der finsteren Halle wieder. Pulsierend, gehetzt. Gehetzt wie ein vor nackter Angst halb wahnsinniges Tier, das vor einer Feuersbrunst floh. Vor einer Feuersbrunst, die sich schon längst an seinen Fersen festgesetzt hatte und sich nun langsam, quälend langsam seinen Körper hochfraß und seine Haut, sein Fleisch und seine Knochen rücksichtslos verschlang. Verheerend wie entferntes Donnergegroll verlor sich das Echo der Schritte zwischen den Wänden. Vor Angst, mehr stolpernd als rennend, hastete die junge Frau durch den Salon. Ihr Atem donnerte in harten, keuchenden Stößen durch ihre Lungen. Obwohl ihr Gesicht im spärlich hereinfallenden Mondlicht weiß wie ein Bettlaken wirkte, war es aufgedunsen und schweißüberströmt. Ihre Beine zitterten so stark, dass sie einfach umzufallen drohte. Verzweifelt, fast schon hysterisch, kam sie am Nordflügel des Salons an. Wie besessen drehte und wendete sie sich nach allen Seiten, als fürchtete sie, dass ein unbekanntes Etwas sie plötzlich aus dem Schatten der Wände heraus anspringen und ihr die Kehle durchbeißen würde. Ihre angstgeweiteten Augen sprangen fiebrig umher, irrten ziellos über die Möbelstücke, die im Nachtschatten ruhig wie alte Freunde an den Wänden standen. Die Hoffnung auf eine Flucht war aussichtslos. Die einzige Möglichkeit, die ihr jetzt noch blieb, war sich zu verstecken. Wo sollte sie jetzt bloß hin? Gab es denn wirklich keinen Platz mehr, an dem er sie nicht finden würde? Ein leichtes Geräusch hinter ihrem Rücken ließ die junge Frau aus ihren Gedanken aufschrecken. Wild fuhr sie herum. Nichts. Niemand. Oder doch? Waren das Schritte, die da näher kamen? Atemzüge? Das Klirren einer Waffe? Unruhig wich die junge Frau immer weiter vor den ominösen Geräuschen zurück, die sich langsam im Südflügel des Salons auszubreiten begannen. Ihr Herz zappelte in ihrer Brust wie ein junger Vogel, und als draußen am regenfahrenden Himmel ein jäher Blitz aufflammte und das Innere des Salons für wenige Sekunden in gleißendes Licht getaucht wurde, sah sie ihn. Direkt vor ihr, groß und drohend, überragte er ihre armselige, zitternde Gestalt, verheerend, unüberwindlich. Und er kam immer weiter auf sie zu. Es war wie ein Albtraum. Hilflos, von ihrer Angst überflutet wie von einer Welle eiskalter Gischt, sank die junge Frau mit einem erstickten Aufschluchzen auf dem Parkettboden in sich zusammen. Bitte! Bitte tun Sie es nicht! Bitte ich! Etwas Kaltes, Spitzes, das sich plötzlich unmerklich an ihre Kehle legte, ließ sie in ihrem Angstgewimmer innehalten. Ihr Herz machte einen Satz. Mit zitternden Lippen ließ sie den Blick ihrer hellgrünen Augen nach unten schweifen. Es war eine Schwertspitze. Kühl und rasiermesserscharf funkelte sie im hereinfallenden Mondlicht. Langsam wurde ihr Kopf angehoben und sie blickte in ein paar harter, zinnoberfarbene Augen. So. Hörte sie eine raue, heisere Stimme aus der Dunkelheit heraus, wie das Grollen einer Raubkatze. Genug Fangi gespielt. Die Schwertspitze bohrte sich ein wenig fest an ihre Kehle. Die Kälte fraß sich unaufhaltsam in ihre weiche Haut. Nein,
stieß die junge Frau schwach hervor, während sie spürte, dass ihr bereits die Tränen in die Augen stiegen. Bitte, bitte tun Sie es nicht! Gehen Sie weg, ich flehe Sie an! Gehen Sie weg, bitte! Ein missbilligendes Seufzen. Mein Gott, das sagen Sie jetzt schon den ganzen Abend. Fällt Ihnen nicht langsam mal was anderes ein? Die einzige Antwort, die er von seinem Opfer bekam, war ein keuchendes Schluchzen. Sie wusste, dass für sie jetzt Schicht im Schacht war, und gab sich ganz dem Kollaps hin. Tränen stiegen in ihre geröteten, angstgeweiteten Augen und rannen in immer rascherer Folge ihre leichenblassen Wangen hinunter. Ihre Hände, Beine und Füße zitterten, wie von einem Krampf durchzogen. Ihr wirres, fuchsbraunes Haar hing ihr in verschwitzten Strähnen in die ebenso verschwitzte Stirn. Wie ein schmutziges Etwas kniete sie am Boden. Eben auch nur ein Mensch. Eben auch nur wie die unzähligen anderen vor ihr. Stellte man ihm den Tod in Aussicht, war der Mensch nicht mehr als ein Tier. Sogar noch viel weniger. Nur um seine nackte Existenz besorgt, weil er nicht wusste, was danach kam. Hässlich. Kriecherisch. Elend. Warum? Ein plötzliches, heiseres Wispern von Seiten seines Opfers ließ ihn aufmerken. Was? Warum tun Sie nur so etwas Abscheuliches? Flüsterte die junge Frau und starrte ihn an. Als Antwort drückte sich die Klinge seines Katanas nur etwas fester gegen ihre Haut und hinterließ eine dünne, blutende Linie. Sie schnappte unwillkürlich nach Luft. Die Todesangst, die sich immer tiefer in ihren Verstand hineinwühlte, wie eine Zecke in das Fleisch ihres Wirts, ließ ihre Augen ziellos in ihrem Gesicht auf- und abhüpfen. Man konnte ihr förmlich ansehen, dass sich ihr ganzer Organismus unter der Angst vor dem Ungewissen in den Wahnsinn verlor. Er hob geringschätzig die Augenbrauen. Sie verdienen ihr Geld, indem sie tagsüber versuchen, die verdammte Politik voranzubringen und sich nachts von Kerlen vögeln zu lassen. Ich verdiene mein Geld, indem ich sie jetzt kalt mache. Vielleicht war es die nüchterne Feststellung, dass sie genau genommen nicht viel mehr war als eine billige Nutte. Vielleicht war es die unangenehm klare Formulierung, dass sie heute Nacht unter einer gewissen Garantie abkratzen würde, die ihr neue Kraft verlieh. Ihr Körper bebte. Ein durchdringender, pfeifender Schrei stieg langsam in ihr empor wie eine Lokomotive, die aus einem Tunnel kam. Mit einem wilden Satz sprang sie auf die Füße und riss die Hände hoch, um auf ihn einzuschlagen. Nein! Es war zwecklos. Er kannte solche Fälle schon. Manche Menschen reagierten auf ihren baldigen Tod wie ein in die Enge getriebenes Stück Vieh. Sie drehten total durch, verfielen in Raserei und versuchten sprichwörtlich, sich freizuboxen. Doch er war nicht umsonst an der Spitze seiner Einheit. Mühelos schaffte er es, sein Opfer an den Händen zu packen und zu bändigen. Keine Angst, es geht ganz schnell. Was? Sie wollte etwas erwidern. Sie wollte aufschreien, ihm das Gesicht zerkratzen. Sie wollte sich losreißen, ihn zu Boden stoßen und wegrennen, nur noch wegrennen. Aber er war schneller. Kalt blitzte das Katana im hereinfallenden Mondlicht auf. Das Letzte, was die junge Frau in ihrem Leben noch spürte, war ein harter, glühend heißer Ruck, der sich von der Brust ausgehend durch ihren gesamten Körper zu bohren schien. Und sie sah ihr Blut. In einem langen Erguss spritzte es mit einem widerwärtigen Laut am Boden auseinander. Warm und dunkelrot rann es aus dem faustgroßen Einschlag in ihrer Brust, in der bis vor wenigen Sekunden noch ihr Herz bis zum Explodieren gehämmert hatte und in dem nun das Katana steckte, wie ein riesiges, stählernes, hässliches Etwas. In dicken Bächen rann das Blut ihr helles Hemd und ihren Faltenrock hinunter und tropfte auf den Boden. Die junge Frau blickte nur noch einige Sekunden lang verwundert an sich hinunter, bevor ihr Blick langsam glasig wurde. Wie in Zeitlupe fiel sie der Länge nach vornüber, schlug hart auf den Boden auf und fühlte nichts mehr. Nie mehr. Schwarzes, pechschwarzes Schweigen breitete sich über dem Salon aus, stinkend und lautlos wie die Pest. Mit einem teilnahmslosen Blick starrte der Mörder lange auf sein leblos am Boden ausgestrecktes Opfer, lauschte dem monotonen Regen, dem grimmigen Donnergegroll von draußen. Lange, lange, lange. Bis er sich schließlich wieder regte. Seelenruhig griff er in die rechte Tasche seines knielangen schwarzen Mantels und zog ein ebenso schwarzes Handy hervor. Kurzerhand drückte er die Wahltaste. Er hatte noch nie eine andere Nummer mit diesen Dingern gerufen. 2. Gartenzaun. Tod, tot, tot. Am Apparat. Er blieb still.
denn allein schon durch sein Schweigen wusste sein Auftraggeber am anderen Ende der Leitung, dass er es war. Und so brauchte er nicht mehr viel zu sagen. Fertig. Gott, das sagen Sie jetzt schon den ganzen Abend. Fällt Ihnen nicht langsam mal was anderes ein? Die einzige Antwort, die er von seinem Opfer bekam, war ein keuchendes Schluchzen. Sie wusste, dass für sie jetzt Schicht im Schacht war, und gab sich ganz dem Kollaps hin. Tränen stiegen in ihre geröteten, angstgeweiteten Augen und rannen in immer rascherer Folge ihre leichenblassen Wangen hinunter. Ihre Hände, Beine und Füße zitterten, wie von einem Krampf durchzogen. Ihr wirres, fuchsbraunes Haar hing ihr in verschwitzten Strähnen in die ebenso verschwitzte Stirn. Wie ein schmutziges Etwas kniete sie am Boden. Eben auch nur ein Mensch. Eben auch nur wie die unzähligen anderen vor ihr. Stellte man ihm den Tod in Aussicht, war der Mensch nicht mehr als ein Tier. Sogar noch viel weniger. Nur um seine nackte Existenz besorgt, weil er nicht wusste, was danach kam. Hässlich. Kriecherisch. Elend. Warum? Ein plötzliches, heiseres Wispern von Seiten seines Opfers ließ ihn aufmerken. Was? Warum tun Sie nur so etwas Abscheuliches? Flüsterte die junge Frau und starrte ihn an. Als Antwort drückte sich die Klinge seines Katanas nur etwas fester gegen ihre Haut und hinterließ eine dünne, blutende Linie. Sie schnappte unwillkürlich nach Luft. Die Todesangst, die sich immer tiefer in ihren Verstand hineinwühlte, wie eine Zecke in das Fleisch ihres Wirts, ließ ihre Augen ziellos in ihrem Gesicht auf- und abhüpfen. Man konnte ihr förmlich ansehen, dass sich ihr ganzer Organismus unter der Angst vor dem Ungewissen in den Wahnsinn verlor. Er hob geringschätzig die Augenbrauen. Sie verdienen ihr Geld, indem sie tagsüber versuchen, die verdammte Politik voranzubringen und sich nachts von Kerlen vögeln zu lassen. Ich verdiene mein Geld, indem ich sie jetzt kalt mache. Vielleicht war es die nüchterne Feststellung, dass sie genau genommen nicht viel mehr war als eine billige Nutte. Vielleicht war es die unangenehm klare Formulierung, dass sie heute Nacht unter einer gewissen Garantie abkratzen würde, die ihr neue Kraft verlieh. Ihr Körper bebte. Ein durchdringender, pfeifender Schrei stieg langsam in ihr empor wie eine Lokomotive, die aus einem Tunnel kam. Mit einem wilden Satz sprang sie auf die Füße und riss die Hände hoch, um auf ihn einzuschlagen. Nein! Es war zwecklos. Er kannte solche Fälle schon. Manche Menschen reagierten auf ihren baldigen Tod wie ein in die Enge getriebenes Stück Vieh. Sie drehten total durch, verfielen in Raserei und versuchten sprichwörtlich, sich freizuboxen. Doch er war nicht umsonst an der Spitze seiner Einheit. Mühelos schaffte er es, sein Opfer an den Händen zu packen und zu bändigen. Keine Angst, es geht ganz schnell. Sie wollte etwas erwidern. Sie wollte aufschreien, ihm das Gesicht zerkratzen. Sie wollte sich losreißen, ihn zu Boden stoßen und wegrennen, nur noch wegrennen. Aber er war schneller. Kalt blitzte das Katana im hereinfallenden Mondlicht auf. Nicht mehr als ein Tier, sogar noch viel weniger. Nur um seine nackte Existenz besorgt, weil er nicht wusste, was danach kam. Hässlich, kriecherisch, elend. Warum? Ein plötzliches, heiseres Wispern von Seiten seines Opfers ließ ihn aufmerken. Was? Warum tun Sie nur so etwas Abscheuliches? Flüsterte die junge Frau und starrte ihn an. Als Antwort drückte sich die Klinge seines Katanas nur etwas fester gegen ihre Haut und hinterließ eine dünne, blutende Linie. Sie schnappte unwillkürlich nach Luft. Die Todesangst, die sich immer tiefer in ihren Verstand hineinwühlte, wie eine Zecke in das Fleisch ihres Wirts, ließ ihre Augen ziellos in ihrem Gesicht auf- und abhüpfen. Man konnte ihr förmlich ansehen, dass sich ihr ganzer Organismus unter der Angst vor dem Ungewissen in den Wahnsinn verlor. Er hob geringschätzig die Augenbrauen. Sie verdienen ihr Geld, indem sie tagsüber versuchen, die verdammte Politik voranzubringen und sich nachts von Kerlen vögeln zu lassen. Ich verdiene mein Geld, indem ich sie jetzt kalt mache. Vielleicht war es die nüchterne Feststellung, dass sie genau genommen nicht viel mehr war als eine billige Nutte. Vielleicht war es die unangenehm klare Formulierung, dass sie heute Nacht unter einer gewissen Garantie abkratzen würde, die ihr neue Kraft verlieh. Ihr Körper bebte. Ein durchdringender, pfeifender Schrei stieg langsam in ihr empor wie eine Lokomotive, die aus einem Tunnel kam. Mit einem wilden Satz sprang sie auf die Füße und riss die Hände hoch, um auf ihn einzuschlagen. Nein! Es war zwecklos. Er kannte solche Fälle schon. Manche Menschen reagierten auf ihren baldigen Tod wie ein in die Enge getriebenes Stück Vieh. Sie drehten total durch,
verfielen in Raserei und versuchten sprichwörtlich, sich freizuboxen. Doch er war nicht umsonst an der Spitze seiner Einheit. Mühelos schaffte er es, sein Opfer an den Händen zu packen und zu bändigen. Keine Angst, es geht ganz schnell. Sie wollte etwas erwidern. Sie wollte aufschreien, ihm das Gesicht zerkratzen. Sie wollte sich losreißen, ihn zu Boden stoßen und wegrennen. Nur noch wegrennen. Aber er war schneller. Kalt blitzte das Katana im hereinfallenden Mondlicht auf. Das Letzte, was die junge Frau in ihrem Leben noch spürte, war ein harter, glühend heißer Ruck, der sich von der Brust ausgehend durch ihren gesamten Körper zu bohren schien. Und sie sah ihr Blut. In einem langen Erguss spritzte es mit einem widerwärtigen Laut am Boden auseinander. Warm und dunkelrot rann es aus dem faustgroßen Einschlag in ihrer Brust, in der bis vor wenigen Sekunden noch ihr Herz bis zum Explodieren gehämmert hatte und in dem nun das Katana steckte, wie ein riesiges, stählernes, hässliches Etwas. In dicken Bächen rann das Blut ihr helles Hemd und ihren Faltenrock hinunter und tropfte auf den Boden. Die junge Frau blickte nur noch einige Sekunden lang verwundert an sich hinunter, bevor ihr Blick langsam glasig wurde. Wie besessen drehte und wendete sie sich nach allen Seiten, als fürchtete sie, dass ein unbekanntes Etwas sie plötzlich aus dem Schatten der Wände heraus anspringt und ihr die Kehle durchbeißen würde. Ihre angstgeweiteten Augen sprangen fiebrig umher, irrten ziellos über die Möbelstücke, die im Nachtschatten ruhig wie alte Freunde an den Wänden standen. Die Hoffnung auf eine Flucht war aussichtslos. Die einzige Möglichkeit, die ihr jetzt noch blieb, war sich zu verstecken. Wo sollte sie jetzt bloß hin? Gab es denn wirklich keinen Platz mehr, an dem er sie nicht finden würde? Ein leichtes Geräusch hinter ihrem Rücken ließ die junge Frau aus ihren Gedanken aufschrecken. Wild fuhr sie herum. Nichts. Niemand. Oder doch? Waren das Schritte, die da näher kamen? Atemzüge? Das Klirren einer Waffe? Unruhig wich die junge Frau immer weiter vor den ominösen Geräuschen zurück, die sich langsam im Südflügel des Salons auszubreiten begannen. Ihr Herz zappelte in ihrer Brust wie ein junger Vogel, und als draußen am regenfahrenden Himmel ein jäher Blitz aufflammte und das Innere des Salons für wenige Sekunden in gleißendes Licht getaucht wurde, sah sie ihn. Direkt vor ihr, groß und drohend, überragte er ihre armselige, zitternde Gestalt, verheerend, unüberwindlich. Und er kam immer weiter auf sie zu. Es war wie ein Albtraum. Hilflos, von ihrer Angst überflutet, wie von einer Welle eiskalter Gischt, sank die junge Frau mit einem erstickten Aufschluchzen auf dem Parkettboden in sich zusammen. Bitte! Bitte tun Sie es nicht! Bitte ich! Etwas Kaltes, Spitzes, das sich plötzlich unmerklich an ihre Kehle legte, ließ sie in ihrem Angstgewimmer innehalten. Ihr Herz machte einen Satz. Mit zitternden Lippen ließ sie den Blick ihrer hellgrünen Augen nach unten schweifen. Es war eine Schwertspitze. Kühl und rasiermesserscharf funkelte sie im hereinfallenden Mondlicht. Langsam wurde ihr Kopf angehoben und sie blickte in ein paar harter, zinnoberfarbene Augen. So, hörte sie eine raue, heisere Stimme aus der Dunkelheit heraus wie das Grollen einer Raubkatze. Genug Fangi gespielt. Die Schwertspitze bohrte sich ein wenig fest an ihre Kehle. Die Kälte fraß sich unaufhaltsam in ihre weiche Haut. Nein! Stieß die junge Frau schwach hervor, während sie spürte, dass ihr bereits die Tränen in die Augen stiegen. Bitte! Bitte tun Sie es nicht! Gehen Sie weg! Ich flehe Sie an! Gehen Sie weg! Bitte! Ein missbilligendes Seufzen. Mein Gott, das sagen Sie jetzt schon den ganzen Abend. Fällt Ihnen nicht langsam mal was anderes ein? Die einzige Antwort, die er von seinem Opfer bekam, war ein keuchendes Schluchzen. Sie wusste, dass für sie jetzt Schicht im Schacht war, und gab sich ganz dem Kollaps hin. Tränen stiegen in ihre geröteten, angstgeweiteten Augen und rannen in immer rascherer Folge.